Hi, hallo und herzlich willkommen heute zu einem Intensivwerkzeugtest. Ich habe ja euch den KS-Schrauber aus dem Weihnachtskalender, den E-Schrauber und den Bosch Go 2 schon vorgestellt, gegeneinander verglichen und getestet. Und Hakan Kaya hat gemeint, er hat den auch. Und er ist der Meinung, wenn man hier auf den Knopf drückt, ändert sich gar nichts. Also tolle leuchtende Ampel, aber Funktion hätte die keine. Und das wollen wir uns heute mal anschauen, ob das so ist und wer wirklich mehr Bums hat. Und dazu habe ich einen kleinen Testaufbau vorbereitet für den harten Schraubfall und einen für den weichen. Und schon kann es losgehen, nichts riskieren, abonnieren. So, jetzt gucken wir uns mal an, was der Bosch macht am Prüfstand. Den habe ich hier so eingestellt, dass der immer den Peak anzeigt. Weiß nicht, ob man das in der Kamera sehen kann. Ich meine schon. Das ist ja klar, so dunkel. Ach, muss von der anderen Seite schauen. Okay, also dann schauen wir uns das mal an. Gut, wenn man viele Adapter hat, zum Beispiel die von BGS. Beim Reinschrauben, und ganz festhalten jetzt hier. Hinten ist trotzdem nur ein wenig weich, sagt ihr jetzt. Ja. Also der rumpelt so bei 2,4 reinwärts. Ja, und auf jeden Fall drunter rauswärts hätte ich andersrum machen müssen. An, aus. Machen wir jetzt Moment weg. Okay. Peak. Ah, ich brauche. Ja, doch. Doch. Okay, also beim Raus schauen wir nochmal. Da zeigt er gar nichts an. Ja, 1 Grad mal. Kann auch unter Abschaltung liegen. Also, ich habe vorne die mechanische Kupplung auf Maximum. Und der macht beim Reinschrauben schon mal mehr Moment beim Rausschrauben. Das könnte an dem Getriebe liegen, könnte aber auch an der Steuerung liegen. Weiß ich nicht. Also, der macht, wenn der auf Max eingestellt ist, der Bosch Go 2, 2,5 Newtonmeter. Ist schon ein bisschen was. Und der hier soll ja 2, 4 und 5 Newtonmeter machen. Jetzt ist es natürlich der harte Schraubfall. Das heißt, da ist ein, ja, sag ich mal, nur die Festigkeit von dem Material, was hier drin steckt, ist ja auch weich. Und wahrscheinlich wird es auch so konzipiert sein, dass der halt auch abschaltet, um sich nicht selber zu zerstören. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert. Machen wir hier auch Straußwurz. Sagt er 2,1, 2,5 sogar. Und reinwärts auch 2,6 auf Stufe 1. So, auf Stufe 2 rauswärts. Macht er 2,7. Ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Da macht er hier 2,9. Wie gesagt, das könnte ja unter Abschaltung sein, dass der im harten Schraubfall merkt, die Spannung steigt, ja, oder der Strom steigt vielmehr. Und dann regelt er ab. Und jetzt gucken wir nochmal. Andere Richtung, ja, auch immer so 2,5, 2,9, wenn man lang triezt, wenn das Gewicht dahin hängt, sogar 3 jetzt in der größten Stufe. Ich glaube, das hängt tatsächlich an dieser Abschaltsteuerung, weil im harten Schraubfall muss der ja merken, da jetzt geht nichts mehr weiter und muss abschalten, bevor es Getriebe zerstört. Also wird der wahrscheinlich ein bisschen vor seinem Maximalmoment abschalten ist, was er kann, wenn er halt merkt, dass das ein harter Schraubfall ist. Ne? Jetzt schauen wir uns mal den weichen Schraubfall an. Der liegt hier, das ist ein Stückchen Holz. Das klemme ich jetzt auch mal da rein. Also man kann schon mal sagen, der hat tatsächlich mehr Bums als der. Das traue ich mir jetzt sagen, weil der hat ja bis zu 3 Newtonmeter hier gerissen und der andere halt nur 2 und ein paar zerquetscht. Der habt ihr vorhin gesehen. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Hakan, habe ich gerade was Tolles festgestellt, was deine Aussage widerlegt, muss dich enttäuschen. Aber man hat auch einen Newtonmeter nicht in der Hand. Ne? Das ist ja 100 Gramm. Ja, ein Newtonmeter ist ein Newton auf einen Meter. Ja, genau. So, und ein Newton sind 100 Gramm. Hoffentlich habe ich nichts falsch gesagt. Wenn nicht, dann berichtigt er mich ja wieder. Okay, also gut. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Nur nochmal, um das klarzustellen. Volle Power. Der Markenschrauber von Bosch, Kaiser, auch tolle Marke. Die haben auch noch ganz andere Sachen im Programm. Schauen wir uns das mal an. Und das ist jetzt wieder 5x100er, die aus dem Test, die Schraube.
Da merkt man schon. Okay, jetzt hat er es geschafft. Also, der hat es jetzt ganz reingeballert. Jetzt haben wir es raus, weil das war gerade nicht so wahrscheinlich, weil die Schraube schon oft da rein und raus dreht habe. Ist die ein bisschen gefügiger geworden. Und ich hoffe, ich kann jetzt den tollen Effekt noch so zeigen. Aha, beim Rausschrauben hat er hier das erste Mal abgeschalten. Das schaut tatsächlich so aus, wenn er rausschrauben ein bisschen schwächer könnte als reinschrauben. Und jetzt schauen wir uns mal hier an. Und zwar auf der kleinsten Stufe, was der KS-Tools macht. Augen wir den hier mal rein. Aha, oh, gleich abgeschalten. Wieder abgeschalten. Wieder abgeschalten. Also, alle guten Dinge 3. Alle guten Dinge sind 3. Jetzt habe ich auf 2 erhöht. Schauen wir mal. Oh, wieder abgeschalten. Wieder abgeschalten. Ja, weil er muss ja jetzt die ganze Kraft aufbringen für die. Und jetzt machen wir in Stufe 3. Schauen wir mal, was passiert. Und oh, jetzt orgelt das hier weiter. Jetzt bin ich nur abgerutscht. Nicht heftig genug drückt. Ja, da muss man 5 Newton, ist schon einiges. Also. Zack. Okay. Also gut. Ich habe auch noch einen Versuchsaufbau gemacht gehabt, wo ich versucht habe, den weichen Schraubfall hier abzubilden. Das hat aber nicht funktioniert. Deswegen können wir es nur so darstellen. Tatsächlich in meinem E-Schraubertest alle Schraubendreher, die ich verglichen habe, scheint mir der KS-Tools einer der Schraubendreher zu sein, der E-Schraubendreher, der ganz weit vorne mit dabei ist und der dafür auch noch einen guten Preis hat. Übrigens habe ich vergessen, der Drehmomentmesser, der kommt hier von BGS-Tools, in so einer Schachtel ist der 70 BGS 70 210. Ist wirklich so. Und jetzt würde mich noch interessieren, für die ganzen Werkzeugweisen, die es bis hierhin geschafft haben, ob ihr wisst, wer den Schraubendreher tatsächlich herstellt, weil den gibt es ja von Works, von Stelville, von KS-Tools, von Keyprim und das sind ja immer gebrandet, steht aber leider nichts oben und ich wollte schon reinschauen, habt ihr vielleicht auch gesehen, im Secret Tape, im Hidden Tape, habt da nichts gefunden. Vielleicht wisst ihr es ja. Ansonsten danke fürs Zuschauen, schaut mal wieder rein. Bis bald!